Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Wir spielen eine Runde All the Mods 3 und zwar, nur All the Mods, genau. Hier sehen wir auch nochmal, wie viele Mods das sind, 238 Stück. Und ja, ich gehe mal auf Multiplayer und es ist jetzt ein neues Serverprojekt gestartet. Und da gucke ich direkt mal, ob das jetzt hier funktioniert. Ich habe das Ganze schon ein bisschen vorbereitet, habe schon ein bisschen gefarmt und so weiter und so fort. Und ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe mir auch schon eine kleine Höhle gegraben. Das ganze Projekt ist von da Hannes, den hole ich vielleicht gleich auch noch dazu, wenn das funktioniert, aber es hat gerade sehr stark geleckt, deswegen ist er auch nochmal vom Server jetzt runter. Und ja, das Ganze muss das jetzt mal ein bisschen laden hier, wie es aussieht. Ja, jedenfalls, das habe ich schon so gesammelt, ein paar Erze und so, ne, diese Grundausstattung halt, die man so kennt. Und ja, hier ist dann auch schon sein Team, hier sind halt sehr viele Mods dabei, die man auch so kennt. Das Ganze ist in der 1.10.2, das heißt, es ist schon mal ein neueres Modpack, ne. Ist auf jeden Fall auch mal ganz cool. Und ja, irgendwie ist es aber relativ laggy gerade auch wieder. Keine Ahnung wieso. Ah, da ist er auch wieder raus. Okay. Ich kann ja mal kurz mich entmuten hier im Discord und dann holen wir ihn mal dazu. Kleinen Moment. Hallo? Hallo? Okay, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Geht's jetzt? Kommt an. Na, wir werden sehen. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Nachhause. Mal sehen, wo das ist. Ich habe das hier irgendwo versteckt. Oh, da ist noch jemand gejoint. Schwammig heißt er. Okay. Wo? Auf dem Server. Na, auf dem Server. Ah, ich weiß nicht, wer das ist. Ist er auf dem Discord auch, oder? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall auch irgendwie 8-9 Mitspieler. Ich wusste nicht. Was wusstest du nicht? Ein Kumpel von mir, der... Das ist ein Kumpel von mir, der Typ, aber ich weiß nicht, woher er das Modpack hat. Ach so. Okay. Naja, keine Ahnung. So. Hat auf jeden Fall einen lustigen Skin. Ja. Wenn du mitkommst, hier habe ich ein Haus gefunden. Na. Da ist ein Haufen Zeug drin zu looten. Ich habe jetzt erstmal alles stehen gelassen, weil ich mir dachte, ich mach's mit dir. Okay. Wenn ich den Eingang finden würde. Hier. Ich finde ihn auch nicht. Warte mal. Ich finde dich gerade nicht. Es ist so dunkel hier. Ich habe auch. Warte. Soll ich dich mal hin teleportieren oder findest du hier hinter das Haus einfach? Ach hier. Da oben, ja. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Mach ich mal ein Thumbnail von. Denken alle, ich hätte schon ein Haus. Komm, aber Kiste hat als Thumbnail nehmen. Gönn dir mal diese Kiste hier oben. Oh, noch nichts raus. Ich kann nicht reingucken, weil das irgendwie nicht geht. Keine Ahnung. So. Ich glaube, weil das hier von dir gesichert ist, das Gebiet. Daran kann es liegen. Es ist ja immer mit dem Mod hier drauf. Oh, hä? Jetzt bin ich schon wieder runtergeflogen. So, ich würde sagen, es geht weiter. Bei mir war komplett Internet-Crash, keine Ahnung wieso. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier am Server liegt oder was. Auf jeden Fall ist also jetzt der Schwamm der auch noch dabei. Also bin ich der Einzige, bei dem du leckst? Keine Ahnung. Also du hast ja bei mir vorhin auch geleckt, also von daher... Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Naja, ich gehe mal in mein Haus wieder kurz. Also ich... So, ist er hier gleich in der Nähe? Ach shit, hier sind übelst viele Zombies. Ja, ich habe ein Ding für dich. Ich habe ein Schwert für dich, wenn du reinkommst. So. Ein Schwert? Aus Eisen, oder? Ja, aber das lag hier. Ah, okay. Ich kann nicht in die Kiste gucken. Hier sind diese Kartoffeln. Ich jetzt glaube auch dieser Mod drauf mit, genau, Pam's Harvest Craft, dass man irgendwie verschiedene Sachen essen muss. Ah, die sind richtig gut. Die Essen, also das Essen. Also, hier wäre noch eine Hose für euch. Das ist einmal für dich hier. Oh, danke. Und für den Schwamm haben wir auch noch einen. Na? Na dann. War doch erfolgreich hier.
Aber ah, und die kann ich jetzt gucken. Ich bitte immer die Tür zu, weil sonst kommt hier Monster rein. Und hier brennt ein Ofen, obwohl er gar nicht brennt. Hier auf dem Dach habe ich vorhin schon angefangen. Okay. Aber ich kann halt echt nicht in die Kiste gucken, aber unten geht's, das verstehe ich nicht. Naja. Gefuckt. Ich geh mal. Das wird wahrscheinlich nicht so Bug sein. Naja, ich gehe mal wieder zu mir. Wenn ich das finde. Es ist ja halt bei Nacht schwer. Kommst du mal hier oder wie? Hä? Dein Zeug gleich suchen. Wir können es von dir gleich suchen. Na, ich finde das schon. Ich muss nur hier kurz mal gucken. Ich habe 3 Alloy-Smelter und 1 Sterling Generator gemacht. Okay. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ach, hier hinten ist es, okay. Ich habe halt erstmal nur hier so eine kleine Höhle gegraben. Genau. Wo dann erstmal nur ein Ofen drin steht. Und da habe ich ein bisschen was durchgeschmolzen. So, ich hole mir meine ein paar Geräte, so eine neue Cobblestone Pickaxe oder so. Und vor allem mein Schwert. Okay. So. Ich bin frei. Wo ist er denn hier, der Schwamm? Nicht der Schwamm, der. Was ist denn hier noch? Cobblestone, ah. Gibt's noch so dunklen? Ich hol mal hier eine Kiste kurz. Gibt's halt sehr viele Items. Ich bin gerade bei mir. Hab ich doch erzählt. In meiner Base. Und sortiere ein bisschen. Ja, mal sehen, ob ich hier noch irgendwie was Größeres draus baue aus der bisher kleinen Base. Ich denk's mal. Aber vielleicht baue ich mir auch irgendwo anders halt ein Haus, das geht auch. Ja, würdest du dann hinterkommen wieder, weil ich nichts mehr mache, da brauchen wir für die Maschinen. Ich höre nichts. Du brauchst dich geile Welten erinnern. Ich höre dich nicht, also irgendwie bist du total abgehackt immer. So, ich guck mal, wie ich Kohle craften kann aus Tiny Coal. Ach, auch 8 Stück. Okay. So, na dann passt's ja. So, da haben wir schon mal ein paar. 21. Komm dann wieder zurück. Komm, lass ins andere Haus gehen. Wieso? Also ich wollte eigentlich hier bauen. Ich will nicht direkt in ein vorgebautes Haus. Hörst du mich? Hörst du mich einigermaßen? Ja, jetzt geht's wieder. Ich wollte jetzt allgemein hier auch erstmal ein bisschen farmen und so. Und nochmal, ja, mich ein bisschen aufbauen einfach. Und, ja, ich möchte jetzt nicht in so ein vorgebautes Haus eigentlich einziehen. Und da kann ich zurzeit eh noch nichts abbauen irgendwie. In der ganzen Umgebung. Da wollte ich dann eben hier so mein Grundstück errichten. Und ja, mal sehen, wer noch alles auf den Server kommt. Dauerzocker ist ja auch auf dem Discord. Zum Beispiel. Oder ein paar andere Leute noch hier. Ah ja, Sano HD noch. Und ja, ich denke mal, ich schreibe dann eh alle in die Beschreibung. So. Und dann mal gucken. Ah, hier. Ist auch noch ein bisschen Erd. Ich nehme einfach mal alles mit, auch wenn ich es noch nicht kenne. Es sind auf jeden Fall so viele Mods drin. Vielleicht gibt es da sogar einen, der nicht so schwer ist, den ich auch mal begreife. Oh, da gibt es direkt eine riesige Höhle. Ach du Scheiße. Okay, da muss ich mal kurz hier ein bisschen Cobblestone anbringen. So ungefähr. Ah, nice. So. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass das Projekt jetzt gestartet ist. Weil ich brauchte jetzt auch ein neues Projekt, so langsam mal. Es wäre zumindest, also ich hatte zumindest Bock drauf, mal so ein neues Projekt jetzt zu haben auf meinem Kanal. Und ja, da werde ich sicher auch noch
ein paar Infos dann raushauen, wie es dann jetzt hier weitergeht. So, aber das dann erst später. Ich mache mich jetzt erstmal hier runter. Weil das sieht schon mal interessant aus. Da könnte ich ein paar Zombies auch so klatschen. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Habe ich die alles oben gelassen? Ah, hier waren auch noch Erze. Ah, hier. Bauxit-Ohr. Das kann ich nicht abbauen mit Steinen. Das auch nicht. Ah, das hier vielleicht. Ja. Was ist denn das? Prosperity Shards. Ah, davon habe ich schon gehört, aber ich weiß nicht, wie das geht. Lass mal reden. Ja, ich bin doch. Warte mal hier. Hörst du mich hier? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, jetzt geht's bei dir auch. Echt? Ja. Also du bist nicht so erfahren? Wie Hannes, wie erfahren bist du mit Mods? Naja, es geht so. Also eigentlich kaum. Ich bin nur mit so alten Mods erfahren, wie zum Beispiel die in Hexit waren oder so. Ja. Ja, aber so Technik ist eigentlich bisher, da habe ich eigentlich nie was mitgemacht, so großartig. Okay. Aber ich würde halt jetzt gucken, weil Holz und so haben wir einiges, dass wir uns Materialien zusammen farmen und erstmal eine Quarry oder so aufbauen. Okay. Ja, naja, man muss ja erst einmal sich ein paar Minuten durch den Untergrund graben. Na, ich bin jetzt hier schon in der Höhle und farm die gleich mal ab. So, hier ist ein bisschen Eisen und alles, diese Grundsachen halt. So, aber das Ganze mit Automatisierung, das weiß ich nicht, ob ich sowas hinkrieg. Man kann nichts töten. Manche Sachen sind auch übelst schwer zu craften. Och lol. Jetzt habe ich hier so einen Nausea-Creeper gesehen. Platinum. Ah, die Schlucht ist schon mal gut. Ihr könnt es auch Dias geben. So. Ja. Blue Topaz Ohr. Okay, ich habe schon mal ein bisschen Eisen. Sehr gut. Ah, ich würde dann auch die Folge hier an der Stelle beenden. Wir sind schon bei ca. 13 Minuten. Und das reicht eigentlich erstmal. Ey, was willst du? Ich wollte die Folge beenden. Nein, ich meine ihn. Was willst du? Komm mal mit. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Schaut bei den anderen vorbei, die sind in der Beschreibung verlinkt. Und ja, dann tschüss.